Ja, hallo Freunde von Filmfisch. Ich bin heute, ja, wie soll ich sagen, am größten Forellenteich, den ich je gesehen habe. Wir wollen mal ein paar Würfe auf Mefo machen, aber ich glaube, jede 20 Meter steht einer mit der Warthose im Wasser und haut seine Köder hier rein. Also deswegen sage ich Forellenteich. Wetter ist super, die Bedingungen sollen super werden, sagt Danny. Mal gucken, ob wir einen aufs Band kriegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Danny, du als Küstenexperte, was brauchen die Jungs für ein Equipment? Rute, Rolle, Schnur? Ja, also ich würde eine 3-Meter-Rute empfehlen, bis 40, 45 Gramm Wurfgewicht. Dann würde ich eine 4000er Rolle da drauf setzen und eine 10er, 12er Schnur. Und dann setzt man, in der Regel setzt man dann noch so einen Meter Fluorcarbon, da würde ich so von 30 bis 35er Fluorcarbon setzen. Das nimmt man, das hört sich jetzt mal dick an, aber in der Regel ist es so, wenn man einen Durchlaufflinger zum Beispiel fischt, dann reibt er auch auf der Schnur und dann ist das schon vom Vorteil. Die Schnur ist ja auch unsichtbar unter der Fläche. Ich habe jetzt gefühlte 50 bis 120 Würfe gemacht. Danny meinte jetzt, ich wäre soweit, dann möchten wir jetzt mal einen richtigen Köder dran machen. Ja, wir haben jetzt mal einen Haken dran gemacht. Einfach die Farbe gewechselt und ein bisschen mehr Wurfgewicht. Probieren wir mal. Das machen wir. Danny, beim Plattfischangeln war ja deine Vorbereitung 1000%ig. Internetrecherche, Wetter, Wasserstand und, und. Kannst du uns so ein bisschen Tipps geben zur Vorbereitung auf Mefo-Angeln? Was ist so ideal oder gute Voraussetzung? Naja, wir haben hier heute jetzt eine 3 aufflandig gehabt, abflauend auf 0 und dann Windrichtung wechseln auf Osten. So, das heißt, wie man jetzt sieht, der Wind schläft ein, das Wasser ist trübe. Das ist eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung. Der Wasserstand ist auch okay, der ist normal. Das heißt, der ist jetzt nicht besonders hoch oder niedrig. Das ist alles im Rahmen. So, wenn man solche Verhältnisse hat, dann passt das eigentlich ganz gut.
Perfekt wäre es jetzt noch, wenn die Sonne weg wäre, wenn es leicht bewölkt wäre. Dann wäre es perfekt. Aber man kann nicht alles haben. So ist es. Also immer auflandigen Wind oder auch bei ablandigen auf Mefo? Nee, es gibt ja auch Strände, so wie gestern in Altenthal beim Brandungsangeln. Da hat man, wenn man ablandig angelt, trotzdem einen Strom und hat Bewegung im Wasser. Schwer wird es natürlich, wenn man ablandig angelt und kristallklares Wasser hat. Dann kann die Forelle sich den Köder genau angucken. Hier ist ja jetzt trübes Wasser und der Fisch muss dann innerhalb von einer Tausendstel entscheiden, nehme ich den Köder oder nehme ich ihn nicht. Und dementsprechend, Marcel hatte ja gerade schon eine unermaßige, kommen die Bisse dann auch knallhart. Das ist geil, das ist richtig geil. Ja, super, vielen Dank. So, wir haben jetzt doch mal die Stelle gewechselt, weil da wurde es wirklich zu voll und Bisse hatten wir auch nicht, bis auf die eine Forelle. Und jetzt wollen wir mal hier gucken, was noch geht. Auch ein wunderschöner Spot hier.
Ja, gefühlt 1000 Würfe hinter uns. Wir haben heute, ich sag mal als Resümee, ja, küchenfertig gefangen. Die beiden Jungs haben je 2 Forellen und ich habe das Gemüse quasi den ganzen Tag aus dem See gezogen. Ich hatte leider kein Beißglück, aber ich hoffe, der Film gibt euch doch ein paar Informationen und der hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Film. Glück auf, euer Toto.